So, gleich kommen Sie wieder. Dann bin ich nicht mehr alleine und ihr auch nicht. Ja, Küken kommt gleich aus Duisburg und holt Niki vom Bahnhof ab. Und Niki kommt von Aschersleben. Jo, da freue ich mich. Da freue ich mich. Jau, einen wunderprächtigen Buongiorno. Glück auf, ihr smarten Peoples. Alles Rotscher in Kambodscha? Denke ich mal, ne? Jo, 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 jo. Ich muss jetzt hier nur aufpassen. Ja, seit neuestem werden wir überflutet mit Mäusen. Katzen schleppen jeden Tag Mäuse hier rein. Ah, das ist furchtbar. Ja, was heißt furchtbar? Es ist ein Katzen lassen nicht Mausen nicht, ne? Kennt ihr den Spruch? Ja, ist ganz normal, wenn die ja, mit dem Mäuschen nach Hause kommen. Ja, sie wollen ja das Herrchen, ja, den Dosenöffner, das klingt schöner oder treffender. Die wollen ja den Dosenöffner füttern, also mich. Ich mache mal die Dosen ja auf. Ja, aber was willst du machen, ne? Das ist mal ein schäbiger Anblick, ja, so eine tote Maus oder so eine zerteilte Maus, ja, aber das ist so, das ist Natur. Ja, gestern hat es nicht geklappt, die beiden hatten, beziehungsweise Niki hatte so viel zu erzählen gehabt, auch Sachen, die ein bisschen traurig gestimmt haben und ja, da möchte ich nicht unbedingt drauf eingehen, beziehungsweise weiter ausführen, weil, wie gesagt, wenn wir Privates zu besprechen haben, dann läuft die Kamera nicht, ja. Und, ja, und da ist es eben leider gestern gekommen. Und, ja, aber dafür machen wir ja heute wieder, ne? So, das hat mit euch ja gar nichts zu tun. Oh, mich juckt das immer schön. So, dann ist Papiertonne. Hier habe ich Eier. Ich hätte schon mal fünf oder sechs weiße Eier. Da kann ich ja schon mal mit. Ihr hört mich nicht so gut, ich weiß. Mikrofone sind noch auf der Ladestation. Dauert also noch ein bisschen. So, jetzt habe ich gestern. Oder vorgestern schrieb Niki, ja, wir bringen Matt mit. Oh, ja, Matt. Ja, Matt ist doch geil, ne? Zwiebelküss drauf, Salz, Pfeffer. Moho. Jo. Moment. Wo habe ich dich denn? Da. Matt. Seht ihr das Zeichen? Met. Das ist sogar vegan. Leute, ganz ehrlich, ich frage mich, wie bekommen die das hin? Wie funktioniert das? Ja, das sieht aus wie Met, wie Streichmet, ne? So Metbrötchen, Met-Igel, ne? Ja, guck mal, das sieht aus. Ja, das könnt ihr jetzt nicht so schön erkennen, ne? Aber guck mal, das Weiße da drin, das Rote drumherum. Ja, Leute, das sieht aus wie echtes Mett. Wie schaffen die das? Weißt du, dann habe ich es probiert. Ich sag du. Ich sag, das ist jetzt nicht so, wie man sich jetzt Mett vorstellt, so vom Metzger oder so, ne? Oder wenn man das selbst so ein bisschen zubereitet. Ja, das schmeckt ein bisschen milder. Ja, aber das Mundgefühl. Selbst das Mundgefühl stimmt. Ja, also, Leute, ich bin fix und fertig, ja? Könnt ihr kaum glauben, ne? Kann ich ja selbst nicht glauben. Mein Gott, ne, Walter. Ja, ich bin da so, ja, aber nein, ich werde nicht umschwenken. Und ich werde Niki auch dazu.
irgendwie kriegen, ja, das irgendwann abzubrechen. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, der bringt Matt mit und wir feiern jetzt hier groß, ja, Fastenbrechen, ne? Ja, Pustekuchen. Mando. So, ich mache mir das jetzt auf. Ich habe nämlich jetzt genau jetzt im Moment schweren Appetit auf irgendwas. Ne, also, wie gesagt, ich bin so erstaunt, dass das so echt, so original schmeckt wie richtiges Mett. Ich weiß jetzt auch noch nicht mal, ob von dieser Firma, ob ich da auch jemals mal ein Mett gesehen habe. Ne? Ja, das weiß ich, glaube ich, gar nicht mal. Ich meine, ich habe da noch nie Mett gesehen. Aber jetzt, ne, vegan. Also, ja, das ist eine. Wir haben zwei Sorten. Warte mal. Hier. Da ist nochmal. Ja, da ist nochmal sowas. Aber mit Chili-Geschmack. Also etwas würziger. Ich habe das schon mal mit Chili gesehen. Ja, normales, richtiges. Aus lebenden Strukturen. Ja. Und. Habe ich schon mal, aber auch mit Chili, ne? So, und jetzt habe ich hier auch noch was. Das haben die auch mitgebracht, aber die waren in einem etwas größeren Laden. Ja, guck mal hier, so Stixies. Ja, so für abends. Ja, die sehen auch so echt aus. Ich werde jetzt auch mal ein, zwei, kriege ich jetzt auf, ja, von Mopsen. Oder muss ich hier gucken? Muss ich jetzt hier abchecken, ja. Bin ja hier der Checker. Komm mal raus da. Boah. Guck mal hier. Ja, guck. Ja, wie diese Sticks, ne? Diese für Feierabendbier und so. Da werde ich mir jetzt gleich mal einen gönnen. Oder doch, ich versuche es mal mit allen, ne? Ich probiere das jetzt mal so bei euch. Ja, live. Wie machen die das? Da ist das Zeichen. Ohne Konservierungsstoffe. Hoher Proteingehalt. Snack, Salami, Style, Classic. Ready to snack, vegan. Vegan. Aber ist so ein bisschen, als wenn man so Brot mit untergearbeitet hat, ne? Aber wenn ich es jetzt nicht genau wüsste und das wäre auf eine Party, steht da in so einem schönen Gläschen oder so, servierte rein, Gläschen, dann im Gläschen so reingestellt, ne? Diese Dinger, ich würde sagen, okay, der Metzger, ja, kann man mit leben, so, ne? Aber Leute, ich bin manchmal sehr positiv überrascht. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, komplett da umzuschwenken oder so. Das will ich überhaupt nicht. Und das brauche ich auch nicht. Das ist jetzt im Moment, ist das jetzt rein aus Liebe zu Niki. Ja, und ich mache das dann aber auch nicht weiter mit. Na? Ach, jetzt habe ich die Taste vergessen. Ach, Menno. Ne, alles gut und schön, aber ich könnte ja auch jetzt eigentlich mal den Chili probieren. Ja, und ich gehe auch noch hin, ich höre Matt, oh Matt, dann hole ich Brötchen aus dem Froster, ne, hole ich Brötchen aus dem Froster, und was ist, da kommen die mit sowas an, ne. Ehrlich, haben die mich enttäuscht? Oder
Niki zum auf jeden Fall. So, jetzt probiere ich mal hier. Ich mache mir immer hier vorne, mache ich mir immer hier die das Döppelchen ab, ne? Und dann drücke ich immer so ein bisschen. Ich probiere das jetzt auch mal, damit ihr das seht, ne? Ja, okay. Die Konsistenz ist ein bisschen anders. Und Chili, ja. Frauen essen ja auch. Frauen sind immer meistens so empfindlich, was Schärfe betrifft, ne? Aber also, ich weiß nicht. Ich kann im Moment nichts dagegen sagen. Ich kann nichts dagegen stimulieren jetzt hier, ne? Also eine Negativstimmung aufmachen. Ja, man muss sich ja auch ehrlich sein. Wenn ich es nicht anders kennen würde, wäre ich damit sehr zufrieden. So, Punkt. Ja. Also, wie machen die das? Ja. Guck mal hier, das ist streichfähig. Ich hole euch mal näher ran. Dann könnt ihr das auch selbst beurteilen, was Streichfähigkeit betrifft. Ich mache mal ein bisschen mehr Lampe hier. So, das ist jetzt hier so ein Brot. Ich habe jetzt nur Brot. Guck mal. Ja, siehst du die Streichfähigkeit? Exakt so, wie man das jetzt so von Matt ja, vermuten würde. Oder so, wie das am besten ist. Ne? Manchmal ist der Matt ja so ja, wie fest gekocht. Ja, und dann lässt er sich nicht so schön verteilen. Ne? Aber hier, das ist ja genau ideal. Ja, guck mal. Salz, Pfeffer, Zwiebeln drauf. Hier ist der Puff. Puff. Nein, solche Wörter sagt man nicht. So, das Brötchen und die Dubbel hier eben schön fertig machen. Nee, aber... ich habe jetzt einiges... Ja, pass auf. Das Problem ist nur... Ich weiß jetzt nicht, was dieses einzelne Würstchen hier gekostet hat. Und da hatte ich ja auch schon mal mit so einem Doktor, ja, den Namen sage ich jetzt nicht, ja, ich weiß nur, dass die Tochter irgendwo in Schneewittchen oder so, in so einem tschechischen Märchen mitgespielt hat. Ich habe da ein Problem mit diesem Mann, ja, und dem habe ich da mal gesagt, ja, ich sage, wir können ja mal gerne tauschen, sage ich fahre ihr Fahrzeug, ja, und sie essen das aus meinem Kühlschrank. Nö, sagt er. Ich sag richtig. Sie nicht, ich nicht. Ich sag, ich kann mir halt nur, wenn ich mal gut Geld verdient habe, kann ich mir mal ein Kotelett, Nackenkotelett mit ganz wenig Fett bestellen oder kaufen. Ja. Und weil er meinte, ich war ja mit Grippe da, ne? Und ich müsste unbedingt abnehmen. Unbedingt muss ich Diät machen, ne? Ja, weil ich mit Grippe da war. Oh, sag ich, was hat die Grippe mit meinem Körpervolumen zu tun? Ja, und, ja. Und, ja. Ja, solche Menschen braucht die Welt nicht. Ja, hinterher habe ich auch rausgekriegt, warum ich abnehmen sollte. Unbedingt. Unbedingt abnehmen. Oh. Ja, nee, weißt du, er meinte dann, ja, dann müsste ich anders essen und mageres und ja, ich esse gern Fleisch, ja. Ich sage, aber ich kann mir halt kein billiges Fleisch leisten, weil ich auch knapp Geld habe. Ja. Ich muss ja gucken, wo ich mit meinen Lohnen ja, über die Runden komme. Ne? Ich kann mir halt nur Bauchfleisch leisten, ja, wo andere sich vielleicht teure, magere Schnitzel oder so kaufen können. Oder Filetsteak oder irgendwie sowas, wo kaum Fett dran ist. Ja, das wollte ich dem Mann damit klar machen. Ich sage, wir können ja mal tauschen. Sie geben mir ihr Auto, ja, und sie leben vor meinem Kühlschrank. Ich sage, dann wissen sie Bescheid. Nee, und hinterher wusste ich das, der hat so ein, ich sage mal so Astronautennahrung, ne? So Tütchen aufgerissen, ja, und dann in Wasser rein umrühren und dann den Blubberscheiß da, bäh, ne? Das schmeckt ja erstmal total eklig. Ich sage, bah, ja. Und dann soll,
wollte da nämlich verkaufen. Und ich sage, und außerdem sage ich, machen Sie jetzt das Rezept fertig für meine Medikamente, ja, oder Antibiotika oder was ich ja jetzt brauche. Ich sage, und dann gehe ich hier. Das war ja nur, Urlaubsvertretung, weil mein Doc, der war im Urlaub, ja, irgendwo wieder Safari in Afrika oder was, ne, hat er natürlich, ja, das schnorren die sich alle so hin und her, ne? Die schicken sich dann, ja, zu dem Röntgenbeschauung da, ja, Fleischbeschauer, ja, schicken sie dann ihre Patienten hin und die aus Bankdankbarkeit schicken dann wieder so ein Urlaubsticket nach Afrika Safari oder sowas. Ne? Ja, Ganoven sind da doch. Ja, weißt du? Und ja, nee, Leute. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt alle machen? Ich mach das jetzt, ist es aus dem Darm raus, aus dem Darm gequetscht. Ach du lieber Gott. Ne, ist aber ein bisschen viel jetzt hier auf der Seite. Ach ja. Ja, aber da kannst du mal sehen. Ne? Und dann habe ich dem gesagt, pass mal auf, Doktor. Zu deiner Information. Ich sag, du bist eine Arztpraxis, ja? Und hier nicht, und kein Tante-Emma-Laden. Was soll das denn heißen? Ich sage, das Rezept habe ich, jetzt kann ich böse werden. Ich sage, da draußen, im Empfangsbereich, auf der Theke, Tante-Emma-Laden, ich sage, die dürfen diesen Display mit dieser Diätnahrung gar nicht dahinstellen. Nur mal zur Information. Und sage ich, und jetzt gehe ich. Ich sage, und das war doch das erste und letzte Mal, dass ich hier war. Ja, Leute, mal, das geht gar nicht. Nein, ist verboten. Nein, die dürfen in der Praxis sowas nicht verkaufen. Ja? Sieht das da Vollpflaster mit Kakaogeschmack, Vanillegeschmack, Bananengeschmack, ne? Ja? Das ist doch wie ein Tante-Emma-Laden. Da ist doch kein Arzt mehr. Das ist ein Tante-Emma-Laden, ist das dann nur noch. Was denn, das muss ich nicht haben. Und dann werde ich grantig. Ja? Ich habe euch gesagt, Ungerechtigkeit in der Menschheit. Das melde ich. Ja, das melde ich nicht jetzt irgendwo, sondern ich sag dem datjenigen, ne? Das brauche ich nicht. Wenn ich laufen gehen, so Käse, du musst da drin bleiben. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, aber das kriegst du nicht hier. Die waren da in irgendeinem Rabbeladen. Ja, ich sage, bist du ja, ne? Ich sage ja nie, die machen ja keine Werbung. Ne, so ein Rebbeladen, ein ganz großes, oder er, Niki war da. Und ja, keine Ahnung. Also das habe ich hier noch nicht gesehen, sonst hätten wir dann nämlich auch schon nachgegriffen. Ja, so ein Ersatz für mit. Und ich bin da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ne? Also, ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, okay, kann man durchgehen lassen, so eben. Nee, da ist wirklich, hier ist wirklich, ich weiß nicht, wie die das machen, ne? Keine Ahnung, wie die das schaffen. Ich zeige euch das gleich in einer fertigen Variante. Jetzt mache ich hier ein bisschen Salz drauf. Salz und Pfeffer, das gehört immer da drauf. Und wisst ihr, was schön ist? Was so richtig geil ist? Ja, du beißt in so ein Mettbrötchen, ja, oder in so ein Brot, ne, mit Mett. Dann hast du an der Oberlippe so Salz- und Pfefferprickel dran, ne? Und dann eine Tasse Kaffee. Boah, dann geht mir so einer ab, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich krieg gerade einen inneren Organismus. Oder wie heißt das? Orgasmus, ne? Orgasmus. So, jetzt rennen wieder die ganzen Kinder. Jetzt rennen wieder die ganzen Kinder zur Mama. Mama, der Onkel hat gesagt, Orgasmus, was ist denn das? Du, pass mal auf, meine Kleine. Also Mädchen, ne? Meine Kleine.
Ein Orgasmus? Ja. Und Popo? Ja? Und dann Apfelkompott. Das ist die Kurzform. Also wenn du mit dem Ohr das Gas aus dem Popo und den Apfelmus, dann hast du Orgasmus. Ich muss euch immer aufklären, ne? Ich muss euch immer alles erklären. Jo, warte mal. Jetzt mache ich da mal so schöne kleine Häppchen draus. So. Ich habe hier so ein scharfes Messer. Mein Gott, ist das scharf. Also, ich meine, ich habe schon gedacht, ich bin scharf, ne? Aber ne, das übertrifft ja mal wieder alles hier. Das Messer übertrifft alles. So. Das Messer übertrifft alles. So, Leute, das sieht richtig gut aus. Zeige ich euch. Ihr sollt auch Freude und Spaß daran haben. Groben Pfeffer drauf. Oh, und dann hier die Prängelsküsse, ne? Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Das sieht doch original gut aus. Gott, ja. Ja, Entschuldigung, Amtsanmaßung, ne? Mein Gott und so. Ah, so. Jetzt schnappe ich mir das. Achso, jetzt kann ich ja erstmal hier Licht ausmachen. Strom sparen, ne? Hier kann auch dunkel an. So. Muss ich wieder gucken. Ja, ich muss jetzt hier gucken. Ich habe diese Woche bestimmt 25 Mäuse rausgeschmissen. Ich meine, ich kann euch ja mal jede einzelne Maus zeigen, ne? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, wo die Katzen da immer noch die Mäuse da noch finden und raus, beziehungsweise von draußen reinholen, ne? Manchmal leben sie noch und dann wird mir ja anders, ne? Dann rege ich mich immer so auf. Und die Katze denkt, oh, der regt sich auf, der hat noch mehr Hunger. Besorgen wir noch ein paar, ne? Ja, ein Puppen. Nee, das muss ich aber nicht haben. So, ich stelle euch mal so ein bisschen dahin. Ich habe hier, was habe ich denn jetzt? Hä? Ach, da. Ja, ich muss hier mal gucken, ob einer guckt. Kennt er nicht denn den Spruch, ne? Gucken, ob einer guckt. So, warte mal. Du Willi Willi Bond, Willi 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 Bond, Willi 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 Bond. Du hier meine Walder Papi, du olde Mölde Knoll. Ja, aber die Würstchen, ne? Da ist. Guck mal hier. Wie so eine Pelle dran. Keine Ahnung, wie die das machen. Ja, ist gut. Mein Gott, ne. Was habe ich denn da? I love Cyprus, ne? Zypern mag ich nicht. Habe ich mir noch nicht für interessiert. Griechenland oder Zypern oder so. Ne, ich habe so meine Favoriten, mein Land. Ach, krieg schon wieder. Kapier das nicht, ne? Ich verstehe das wirklich nicht. Ah ja, unsere Reiseunterlagen sind angekommen. Tickets und Hotelfucher und Transferfucher. Alles da jetzt und losgehen, ab in den Süden.
Ja. Ach ja, was mache ich denn jetzt? 3 Stunden? Mann, das sind ja noch 5 Stunden. 15 Stunden bald. Boah, ist das lecker. Also, Leute, ich bin ehrlich mit euch. Ich erzähle euch keinen Scheiß. Das Einzige, was mich nur daran hindert, das auszuführen und weiterzumachen, dass mir das einfach zu teuer ist. Ja, für eine Kunstfaserpappe, ja, wo noch kein tierisches Produkt mit nichts drinne ist, dafür zu bezahlen, als wenn das aus Mäusegulasch, warte mal, fällt mir was ein, könnte ich ja machen, ich habe ja jeden Tag 3, 4, 5 Mäuse in der Hütte. Mein Kater schreit da draußen schon wieder. Mann, du sollst die Klappe halten. Die Nachbarn schießen die jemand zum Mond. Als Leica. Der Hund, ne? Von den Russen, ne? Zum Mond. Ah, ne. Mann! Ruhe! Bescheuert. Der hat alles. Der ist glücklich und zufrieden. Schreit da draußen rum, als wenn er nie was kriegt. Vor allem finde ich immer so ulkig. Ja, der hat alles und ist zufrieden. Und dann kommen die Nachbarn noch und füttern den. Weil sie Angst haben, dass der stirbt oder was. Ja, das ist so ein Fresskopf. Wenn der mit seinem Bullerkopf, ja, dicken Körper hat, der hat einen richtig schönen, kräftigen Kater, so wie ich die lieb hab, ne? Ich bin nicht für diese Nacktkatzen und ich bin auch nicht für diese, also so verhungerte Katzen, so dünne, ne? Gibt ja so ganz, so diese Ebony-Katzen, ja, wo man auch sagt, so ägyptische Katzen oder so. Ja, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich mag so richtig Kartäuser zum Beispiel, mit so einem Bollerkopf, so einen richtigen schönen oder so ein schönes, dickes Fell und Körper, ne? Das sind so richtig schöne, hübsche Tiere. Ja, die anderen sind auch alle hübsch, auch Nacktkatzen oder so. Ja, nicht denken oder was, ich habe ein ganz tolles Problem. Nein, so schlimm ist es nicht. Da ist halt mal was dran, ne, zum Knuddeln, ne. Und dann bin ich da mal hier mit der Knöchel. Da gehe ich so, ja, rubbel ich den so am Rücken und da hat er Spaß und, oh, dann knurrt er, oder schnurrt, ne, Katze schnurrt, ja, ne. Ja, ich bin jetzt auch schon so langsam meine 7 Sachen am Zusammensuchen. Ich habe hier, was ist das denn, Visio-san, was ist denn das? Ne, ich habe hier schon mal Schmuck drin. Ja, das will ich nicht veräußern, um Gottes Willen, das ist mein Schmuck. Weil da muss neue Verschluss hinten dran, so ein Karabinerhaken. Dann habe ich hier mein Riesendingen, ja. Da ist er direkt unterm Kinn hängen, ja. Und total eng. Das muss jetzt hier, guck mal, das musst du so hier dran machen. Und dann machst du hier, ja, ich glaube, dann habt ihr ewig deinen Urwald vor, ja. Hier, da kommt das Handy jetzt rein, hier, ne? Hier kann man so eine Feder, und da kommt das Handy rein, und dann überall, wo ich mich hinbewege, ja, dann könnt ihr mitverfolgen. So, aber das ist total, also das ist nichts, das ist nicht ausgereift. Na, ich könnte mir das jetzt ein bisschen größer vorstellen, ja, und das hier ein bisschen tiefer, ja? So, wenn man die Jacke, klar, die Jacke muss natürlich aufbleiben, kannst natürlich nicht davor spannen.
So, aber dann kannst du, hast du vielleicht auch mal, ich kann doch jetzt so, so kann ich jetzt nicht auf dem Monitor gucken, ob ich das jetzt richtig eingestellt habe oder läuft das Ding überhaupt noch? Das kann ich da nicht, ne? So, das ist alles ein bisschen blöd. Dann habe ich hier so eine Selfie-Stange, die ganz einfaches Modell. Und dann habe ich hier Überspielkabel, Strom, besser gesagt, oder Netz. Ja, da habe ich alles schon mal so ein bisschen parat gelegt. Ja, weil das kommt alles im Koffer rein. Und das ist ja alles, weil ich gerade nicht brauche. Also kann das schon mal Wiedersehen sagen. Und kein Kaffee. Aber Wasser. Ja. Ah ja. So ist das eben. Ja, macht alles kaputt, ne? Na, ja, scheiß Krieg. Scheiß Krieg, sag ich euch. Kriege sind für nichts gut. Ja, oder gibt es da irgendwie was, wo man sagt, boah, Krieg ist für das und das gut. Krieg ist für nichts gut. Ja. Ich sag ja immer, ne, alte Säcke streiten sich und zanken sich, fangen den Krieg an und junge, starke Männer, die das Land ja genauso auch braucht, ja, die werden dafür getötet, ja, die töten sich da gegenseitig, ohne zu erkennen, das könnte dein Bruder sein. Verstehst du? Ja? Also, man schreit da nicht so rum. Du Banause, du Schekterer. Naja. Nee, also, nee, ich kriege, für was sind Kriege gut? Also ich kann da nichts, gar nichts drin finden, wofür das jetzt irgendwas gut ist. Wenn ich auf das andere Land losgehe und töte da die Menschen, ja, dann soll das doch die Idioten, ja, die alten Säcke, diese Diktatoren-Altsäcke, ja, dann sollen die doch einfach hingehen und so wie früher. Ja, Mittelalter. Ein Köfferchen aufmachen, zwei Kugeln, zwei Pistolen, Peng. Mal gucken, wer trifft, der hat gewonnen. Ja, weißt du, so ein Duell. Dann sollen sich doch selbst hinrichten oder gegenseitig kaputt machen. Ja, alles in Ordnung. Das wird die Sache um einiges einfacher machen und wird so viele Tote nicht geben und hinterher das alles wieder aufbauen. Ja, also Krieg sind scheiße, egal. Kriege waren schon immer scheiße. Anne! Rufst du bitte nach deiner Mama? Anni. Ja, ist so ein Warmduscher ist das. Ja. Nee, aber. Könnte ein bisschen trockener sein von außen. Da ist Rauchgeschmack dran. Das Würze drin. Guck mal hier, ich breche mal eine so auf. Guck mal hier. Ja? Siehst du das? Das sieht original aus. Guck mal, mit Darm.
Ja, das ist so ein künstlich hergestellten Darm mit Eiweiß, irgendwas wird da gemischt. Der Biss ist da nicht so ganz so hart, ne? Ist angenehm. Also auf eine Party. Aber der ist scheiße teuer. Ich muss Niki mal fragen, was er dafür bezahlt hat, jetzt hier für das Met. So ein Würstchen. Da ist nicht so viel drin. Ja? Was war das? Vielleicht 150 Gramm oder was, ne? Na. Ja. Wo ist das hier? Tschüss. Ah ja. Ja, aber wie gesagt, gestern wollten wir eigentlich so ein bisschen quatschen, aber da waren jetzt so viele Themen, die sehr privat sind, und da wollte ich jetzt nicht mit der Kamera dazwischen fuchteln, also müsst ihr uns schon verzeihen, weil man will, das finde ich immer ulkig, ne? Ich zeige euch das mal. Also. So. Der ist jetzt im Kuhstall, wie man erkennen kann. Also Hühner sehen anders aus und Hasen auch. Aber jetzt hier das Kleine hier vorne, das war jetzt, das ist die Mutter. Ne? Die rennt da nur den ganzen Tag durch den Garten und ist krank und trotzdem rennt. Jetzt freut er sich, weil da wieder Eier sind. Pass auf. Rechts um die Ecke. Alle Eier weg, oder was? Ja, da sitzt ab und zu mal ein Huhn drauf zu klucken. Keine Eier da. So, da haben die jetzt ein Stück Garten. Und jetzt gucken wir auf die Jahreszeit. Ja, die haben es ja, das ist vom Klima her genauso wie hier. Da liegt auch Schnee. Ja, und da drüben, das wächst alles, Grünzeug, Brokkoli, Zwiebeln, Knoblauch. So, jetzt frage ich mich ehrlich, wie machen die Menschen das? Also vom Klima muss ich sagen, ist das so ähnlich wie hier. Also wenn die eine dicke Jacke anhaben, dann haben wir das hier auch. Ja, also weil das ist das Schwarze Meer oben, Sunguldak. Ja, und ja, das ist die Familie, wo ich immer gerne gucke. Ja. Er ist so ein bisschen nervig, er macht so ein bisschen den Kameramann. Ja, guck mal, da wächst nur alles, siehst du das? Wie machen die das? Was geht da ab? Der holt da Rüben raus, der holt da Möhren raus. Ja, Möhren, okay, die kann man ja in der Erde, in Sand lagern, ne? So, aber das ist jetzt so eine Family, wo ich gerne gucke. Siehst du da hinten, da? Ist eine Bahnhaltestelle, ja, dann ist da eine Straße und dann dahinter ist direkt der Flugplatz, die Landebahn oder Startbahn. So, alles total in greifbarer Nähe. Die brauchen kein Auto, kein Taxi, ja, die nehmen einfach ihre Koffer und setzen sich im Flugzeug und sind weg. Ich will auch. Ja, und da sind vielleicht 5, 6 Flugzeuge, die am Tag mal landen und starten, oder ja, landen und starten, genau. Ja, also, ja, er ist ein bisschen, er ist sehr nervös. Ja, macht das schon jahrelang. Er ist schon jahrelang mit der Kamera da unterwegs. Nur eben, er ist so hyperaktiv. Ein hyperaktiven Türk ist das. Und
das nervt manchmal, ne? Weil der ist nur am Quasseln, nur am Reden, am Reden, am Reden. Oh Leute, das geht mir. Ja, ich bin auch am Reden viel, ja. Aber ich gönne euch ja auch ab und zu mal eine Sekunde Ruhe. Aber der ist ja nur. Der ist ja nur. Und da geht er da ab. Ach, Leutchen, Leutchen, Leute, Leute. Manjala. Ist mir klar, dass du da hinten rüber gehst. Ach ja, Manjala ist. Ja, du glaubst gar nicht, das, was wir von dem Grünzeug wegmachen. Ja, also was wir da im Kompost schmeißen, wenn wir einen hätten. Das machen die da im Kochbott. Nicht, dass sie. Nein, die sind nicht hinterbellen. Das ist so ein Gemüse. Da wächst nichts dran. Kein Blumenkohl, kein Brokkoli, da wächst kein Rosenkohl dran, da wachsen nur diese Blätter. So, und diese Blätter, das sind eigentlich die Blätter, die wir vom Blumenkohl oder vom anderen Kohl, ja, so Kohlrabi oder so, ja, die wir abbrechen und wegschmeißen. Oder den Karnickeln geben, oder Hamster, oder Mäuse, oder. Ne, Mäuse habe ich nicht. Mäuse habe ich nicht. Ja. Red nicht so schnell. Der quasselt immer. Hab ich mal gesagt, Mann, du redest so schnell, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ja, ich verstehe das schon ein bisschen. So. Und das ist auch so wie beim Englisch, ne? Wenn einer sehr schnell Englisch spricht, in Londoner. Londoner ist besser zu verstehen, wie ja einen anderen, aus ein anderes englisches Land, Stadt. Ja? In Schotte noch besser. Nee, Quatsch, ein Londoner ist schwieriger. Ein Schotte, den kannst du, glaube ich, am allerbesten verstehen, weil er sehr, sehr langsam spricht. Weil dann kriegst du das auch richtig mit. Und dann kannst du halt, ja, den Satz, was er so dir auf Englisch sagt, kannst du dann besser auseinanderklamüsern, ne? Oder sortieren. Hammer. Hammer. Ja. Ja, das schmeckt jetzt nicht so berühmt, so super tolli. Aber was soll ich sagen? Gerade im Kühlschrank, ja, jetzt weiß ich es wieder. Dann geht ja beim Kuhstall, Ollum bin ihm. Ja, weißt du, dann spricht er mit seiner Kühe, die Kühe geben ihm noch sofort Antwort. Ja, die eine Kuh hebt das Bein, ja, hier kannst du mich melken, ja. Und das Kalb sagt, jo, Baba. Ja, weißt du so, ne? Ne, Ollum bin ihm, mein Sohn. Ich sag, du lieber Himmel. Ne, weißt du, was ich meine, ne? Ja, warum macht er das? Dann soll er lassen. Also, zu sagen, Ollum, Sohn. Mein Kind, ne? Mein Sohn. Das klingt doch bescheuert, ne? Aber ich sage mal, ich lasse ihn rennen. Den gibt es nicht anders. Genau wie meiner einer. Ich bin auch einzigartig. Nicht unbedingt artig, aber einzig. Ach ja. So. Ja. Kann auch jeder Türke essen. Also zumindest jeder mit islamischem Glauben, der meint, Schweinefleisch wäre unsauber. Bitte. Schmeckt wie Mett. Schmeckt wie Würstchen. Ist aber kein. Ist es nicht. Oh. Ah. Ja.
Also, ich sag, wenn ich das nicht wüsste, glaubt mir, nein, ich will euch dazu nichts, um Gottes Willen, also ich will euch nicht bekehren hier, da habe ich nichts mit der Mut, ja. Ich bin ja kein Guru oder so. Küchenguru. Ja. Nom, nom, nom. Maschallah. Also, muss ich ehrlich sagen, selten so überrascht gewesen. Ne? Ich meine, ihr wisst, dass ich ehrlich bin. Ich bin eine ganz ehrliche Haut. Was so meine Meinung ist oder meine Gedanken sind, das spreche ich mit euch. Ne? Wenn da jetzt irgendwas, klar, es schmeckt ein bisschen anders, sicher. Aber du musst jetzt mal einfach dann hier oben den Kasten ausschalten und mal überlegen, wenn du das jetzt vielleicht gar nicht anders kennst. Und du beißt jetzt zum ersten Mal da rein in so ein Würstchen. Oh, lecker. Ne? Party-Snack. Abends so Bierchen, Fußball gucken. Ja, ich bin jetzt kein Fußballfan und gar nicht. Ne? Aber ich versuche das jetzt mal so, ne, da so einzusortieren. Ja. Sitzen, Würstchen, Chips vielleicht, die Frau hat Popcorn, ja, und die trinken Gläschen Kribbelwasser oder so, ne? Ja, das passt dann da gut dazu, ne? Mettwurst, so Mettbrötchen oder Mettstulle, ne? Mann, ey, da kannst du den Partner doch total männlich oder weiblich, ja, oder divers, ist egal. Da kannst du ihn doch so richtig mit einer Stimmung machen. Eine Freude machen. Ja, Schatz, ich habe dir leckere Mettbrötchen gemacht. Oh, ja, da geht dir doch einer flitzen, oder nicht? Ja, Mettbrötchen, Kathi, Mettbrötchen. Vielleicht, wenn du das ganz gut meinst, machst du ein bisschen frische Schnittlauch drauf noch. Auch noch so, neben der Zwiebel, so rechts und links. Was? Das ist Mist. Wird auch endlich mal Zeit, dass ihr mal... Ja, das kann ich ja nicht verstehen, ne? Ich meine, das machen unsere Landleute ja auch, ne? Dann pflücken die ab und dann schmeißen das gleich wieder ins Land, ne? Also wenn sie so Felder mit so Weißkohlkörper haben, ja, dann werden die sauber gemacht, gleich werden die das auch ernten, zack, 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 ja? Und dann wird das Grünzeug, kommt das gleich wieder auf dem Land. Aber das ist jetzt nur mal ein kleines Stück Land. Ja, warum, oder Salat, die haben keinen Kompost. Ich habe da noch nie einen Komposthaufen gesehen. Ja, Kaffeeprutt sammeln, Teebeutel, ja, oder den ausgelutschten Tee halt, den losen Tee, ne? Allgemein Küchenabfälle. Die kennen das nicht, ne? Jetzt habe ich gerade zum ersten Mal gesehen, dass der Mist am Land getan hat. Erste Mal. Ne? Ich guck die Sendung ja schon bald 3 Jahre. Oder bin ich sogar noch länger? 4 Jahre? Ich guck das wirklich gern. Ich mache mir mal eben eine Zigarette, ne? Einen Moment. Und die haben ein schönes Haus da. Nee, die haben richtig ein schönes Haus, ne? Was ist das? 1, 2 Etagen oder was? Groß und rundherum nur Land. Ja? Da haben sie da 2, 3 Katzen rumrennen, 3 Hunde. So, und, ja,
alles zu glücklich und zufrieden. Ein paar Kühe haben sie, ne? Ein paar Hühner und Gänse. Ne? Wir haben Eier. Ab und zu haben sie mal so ein totes Huhn. Ne? Ja, aber das haben sie bis jetzt noch nicht gezeigt, ne? Wie sie das machen. Ne? Den Karate-Fangschlag da. Er ist ja so ein bisschen halskrank, ne? Ich weiß nicht, was er hat. Er hat mir noch nicht geantwortet. Da haben wir uns auch so ein bisschen damals so leicht verstritten, leicht gezankt, weil ich sag, kann ich da mit Freund kommen? Weil ich wollte jetzt nicht bei ihm. Ihn vielleicht mal so Hallo sagen und dann ab weiter zum Hotel. Weil der Flughafen ist ja bei ihm direkt vor der Tür. Also wenn ich da so einen Bogen rummache und von ihm dann aus ein Taxi rufe, ja, dann wäre das ja, ja ein Klacks gewesen. Ne? Ja, er sagt er mit Frau, nee, ich sag mit Mann. Du bist doch auch Mann. Ich sage, ja. Ist doch bei uns hier alles normal. Gott sei Dank. So gut wie, ne? Gibt noch Spinner. Ja, das wollen wir hier nicht. So was gibt es hier. Er ist aber auch so ein Muttersöhnchen, ne? Da weißt du aber auch nicht, in welcher Reihe der zu sortieren ist, ne? Ja, weißt du, da immer die Mama helfen, ne? Und dann zu den Kühen... Kälber sagen, Olom, Olom. Ja, also Sohn, ne, immer noch, ne. Also, Olom benimm, mein Sohn. Ja. Da fällt mir nicht immer was bei ein. Also, ich habe zu meinem Hamster oder meinen Katzen noch nie gesagt, mein Kind. Ja, hab schon mal gesagt, Baby, ja, so, aber doch nicht mein Baby. Da bin ich unschuldig. Das war der Kater, das war unser Kater diesmal. Also unsere Katzenbabys, ja, das war von hier, von unser Charlie. Weil der ist noch funktionstüchtig. Wir müssen jetzt noch drei Kater müssen wir noch regeln, ne. Ja, und das ist gut teuer, ne? Ist sehr teuer geworden. Ich glaube, die durften 20% oder was durften die da draufschlagen. Finde eine riesengroße Sauerei. Nicht, dass sie schon genug Geld verdienen. Siehst du doch hier, wenn du nach Oberhausen fährst, ne? Hinter der Ruhrchemie oder wo da ist. Ja, da ist ein Tierarzt, sag mal. Also das Haus. Ich glaube, das ist nur die Praxis, aber das ist eine Villa. Das ist eine richtige Villa mit einer riesengroßen Prärie. Also Garten noch drumherum, ne? Ja, Leute, da wird ja aber anders. So. Da kriegst du aber komische Gefühle bei. Da fragst du dich, warum der und warum nicht ich, ne? Turnschuhe, oh, die sehen aber gut aus. Ja, 5 Euro, mein Gott, 5 Euro Schuhe. 6 Euro. Ja, die sind ein bisschen teurer. Ne? Ich will hoffen, dass sie, wenn die teurer sind, ja auch dementsprechend länger halten. Ne? Kennt ihr bestimmt auch Witsch, ne? Hier ist auch so ein Helikopter, 33 Euro. Fotografie, Wifi. Ja, 33 Euro, wenn man so 30 Euro, würde ich dafür auch schon, also ich meine, ich rede jetzt von so einer Film- und Fotodrohne da, ne?
Ich will jetzt hier keine nackten Frauen auf irgendwelchen fremden Balkonen filmen. Also das möchte ich mir verbieten, ne? Möchte ich nämlich auch nicht. So, aber wenn ich jetzt so überlege, vielleicht so draußen am Pool stehen, ja, und dann einmal so über das Hotel, über dem Dach so ein bisschen Umkreis und das so im Film mit einpacken. Ich muss mal gucken, ob unser Katzenfreund, der hat, glaube ich, eine Drohne, und ob der mir mal da so eine Aufnahme machen könnte. Wäre natürlich sehr lieb von ihm. Aber da könnt ihr ja auch selbst mal hingucken. Ahmed Cimcek. Und mal gucken, muss ich mal eben. Da, Quatsch. Jetzt ruft er wieder seinen Neffen, glaube ich, ist das. Ja, anders kann mir das jetzt nicht vorstellen. Er muss jetzt der Neffe sein. Quatsch. Ich weiß nicht, Quatsch heißt der, ne? Klingt komisch. Ist auch vielleicht so. Cats and Gold, Siede und Katzen, Antalya Siede Livestream. So, Antalya Siede Livestream. Guckt mal da, ich zeige euch das mal, weil ich kann keine Links, das wollen die nicht. So, er ist das hier, dieser Mann, oder hier in Bewegung. Ja, das ist der Katzenonkel. So. Und dann hat er mal hier schön Antalya Siede Livestream vor 4 Stunden gesendet. Ne? Antalya Siede Live. Oder er hat Siede und Katzen. Ja, dann zeigt er mal so was von Katzen. Schönes Tierchen. Ne? Dann berichtet er immer und der, wie gesagt, der kümmert sich dann immer nachts, so wie jetzt gerade hier bei dem Film hier. Ja. Dann geht er immer nachts auf Achse, ja, nur um die Katzen zu füttern. So, das ist schon wieder was anderes. Ja, dann geht er immer die Katzen füttern und dann macht er sich Sorgen. Und wenn die krank sind, dann nimmt er die zu sich. Und dann rennt er auch sofort, wie ich. Der rennt nachts noch zum Tierarzt. Ne? Und das ist eine Seele von Mensch. Ne? Und ich würde das nicht, ich merke das. Ja, ich hab euch ja mal erzählt in einem Video vor, irgendwann mal, ich habe ja jetzt über 500 Videos, habe ich gesehen. Ich weiß das gar nicht, ich muss da mal, hallo, Schnäppchen, nackte Frau. Das will ich aber gar nicht sehen, ihr macht das mal weg. Wie geht das hier weg? Da, pfui, ne, nackte Frauen da. So, und da, ist der ja, nachts immer unterwegs und dann Tierarzt schnell und dat, die Katze hat dat, und dann berichtet der davon. Ne? Unter anderem macht er auch dann immer Spaziergänge, der läuft, der fährt irgendwo hin, ja, wenn er ein Stück weiter weg ist. Und dann fängt er an so zu erzählen. Dann misst er die Wassertemperatur für uns. Ja, wenn wir morgen oder übermorgen dann dahin wollen, dann wissen wir, das Wasser hat schon mal Badewannentemperatur, ne? Ja, das ist auch schön zu wissen. Ne? Also. Und dann der hat halt mehrere verschiedene Kanäle bei Facebook. Aber dann, wenn ihr da auf einer Seite seid, ja, könnt ihr auch, dann seht ihr auch die anderen Seiten. Der macht dann auch da. Ja, aber das Werbung ist, ja, Werbung in eigener Sache, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, das kann ich euch ans Herz legen. Das kann man ohne weiteres empfehlen, weil das ist schön. Das kann man sich gut angucken. Er hat eine sehr ruhige Stimme. Also da ist der John Ross, oder wie heißt der? Bob Ross, dieser Maler da, ne? Der Krüllekopf, ne? Leider gibt es ihn nicht mehr. Dann ist der nur halt ohne Pinsel, ne? Also der spricht sehr ruhig. Wenn ihr müde seid und ihr könnt aber trotzdem noch nicht so richtig einschlafen, macht euch den mal 10 Minuten an. Wenn er doch 5 Minuten schafft, Hochachtung. Nee, der ist sehr angenehm.
guckt mal da rein, ja, macht mir mal den Gefallen und könnt ihr ja Grüße schreiben, einen Kommentar, irgendwas reinschreiben und dann Grüße von Teddy, ne? Dann weißt du, dass ihr von mir kommt. Ja, dafür kriegt er nichts günstiger oder so, das ist ja jetzt Blödsinn, aber einfach mal nur so. Oh, eine verlassene Hündin hat uns keine Ruhe gelassen. Wir sind heute 180 Kilometer gefahren, um sie zu finden. Da habt ihr sie. Komm mal her. Wer bist denn du? Dann baut sie hier so ganz alleine an der Autobahn. Ja, da guckst du, wa? Du musst zu Fuß laufen. Ja, da sind immer so komische Filme, ja, so diese drüber Nachdenkfilme, ne? Oh, so eine Gottesanbetung. Ja, finde ich immer total süß. Ja, hier diese Reels von Facebook. Jetzt zum Beispiel sitzt auf seinem Autospiegel sitzt eine Gottesanbeterin. Und dann ist er hingegangen, hat da so einen Schluck Wasser in dem Flaschendeckel reingekippt und gibt der Gottesanbeterin das rüber und die geht erstmal mit den Fingern, mit den Pfoten, Krallen, was weiß ich, wie ich das nennen soll, und dann trinkt sie. Manchmal ist schön, ne? Also das finde ich, manchmal sind das schöne Sachen und hat was. Kind freut sich ja, kriegst ein Geschenk. Was ist denn da drin? Was hast du denn da Schönes? Ja, wenn so Kinder sich freuen, ne? Ich finde das immer so schön, wenn sie filmen, ja, und das Kind kriegt eine Katze oder einen Hund geschenkt, ne? Ah, die Gesichter, die Augen, ne? Dann rennen die Kinder weg, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen, ne? So dieses Unbefangene, dieses, ja, die können sofort anfangen zu heulen vor Freude, ne? So richtig. Ja, Mama, 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 Papa, Papa. Ja, weißt du, das, ich finde das so herzlich lieb, so schön, ne? Und was hast du jetzt da Schönes? Was hast du denn da? Was ist denn das? Kenne ich nicht. Aber was hast du denn da? Pack das mal aus. Was hast du denn da drunter? Boah, eine Lokomotive. Schön, ja, das ist so. Wenn du Kinder so, so eine Gartenlokomotive, wo die Kinder sich draufsetzen können, ne? So, das finde ich immer so ulkig. Da haben sie so schöne Geschenke. Ja, da sind Äffchen, da spielen Äffchen zusammen. Oh, schmeißen sich um vor Liebe und schmusen das Äffchen. Ja, Tiere sind die besseren Menschen, habe ich manchmal das Gefühl. Na, Glücksrad. Beige, oder was ist das, kupferfarben? Ja, hast was gewonnen. Ja, ja, Leute, damit sind wir auch für heute durch. Ja, mir fällt jetzt gerade mal wieder nichts mehr ein. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen spielen. Ich warte jetzt auf die beiden, weil Niki ist arbeiten. Durfte gleich heute den ersten Tag wieder arbeiten. Hat mir so ein bisschen was erzählt von zu Hause. Ja, da ist irgendwo Stimmung, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Die kommen mit unser insgesamtes Leben wohl nicht ganz klar. Ja, Niki ist dann so der Meinung, ja, okay, haben sie halt Pech gehabt, ne? So nach dem Motto. Ja, ich will ja auch, wie gesagt, nicht weiter darauf eingehen. Geht auch im Grunde ja auch kein Bad an, das ist Privatleben. Ja, das andere ist auch Privatleben, wenn ich in der Küche stehe und meine Kartoffeln schälen, das ist auch ganz schön privat, ne? Ja, aber das ist nicht intim privat. Hm? Ja, also nicht intim, sondern ja, ist familiär und unbeteiligte Personen möchte ich nicht hier mit einfügen. Ja. Ja, aber der wird mir noch mehr erzählen. Hat Bilder gemacht, hat mir Bilder gestern schon gezeigt. Und ja, mal gucken, ne? Und wie gesagt, und Küken ist jetzt beim Onkel Doktor, ne? Die muss da eine Zähne kontrollieren lassen.
Und ja, sollen sie mal beide machen. Ja, nun, ich habe gearbeitet. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Also mein Leben lang ist gut. Ich bin ja auch schon etliche Jahre krank. Ja, ich bin mit 39, ja, bin ich so, ja, wäre ich dahin gewesen, wenn das jetzt nicht gerade im Krankenhaus passiert wäre, ne? Ja, dann wäre ich nicht mehr, dann wäre ich Geschichte. Da würdet ihr jetzt nicht so, ja, so oft über uns lachen oder über meine einer, ja, wenn ich Spökus mache, ja, hättet ihr nichts zu grinsen. Doch, vielleicht einen anderen. So, Leute, vergesst den nicht. Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, Glocke aktivieren und weitersagen. Weitersagen ist ganz wichtig. Einfach teilen. Ja, die Freunde dürfen hier von unserem ja, bekloppten Leben wissen. Und ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif, den Rest auch. Ja, Glück auf. Und ganz wichtig, bleibt gesund.